will jetzt kein Konzeptvideo gucken, Chat, weil da ist der super, da ist der coolste Clip von mir drin, der existiert. Und zwar der, wo ich eine Flasche an der Flasche aufmache. Und das war sehr cool. Deswegen will ich das, kein Konzeptvideo gucken. Oh, wenn du jetzt chokst, dann hast du gechokt. Smart. And his name is John C. Ich muss sagen, ich habe bei Tanzverbot immer ein bisschen Angst, dass man plötzlich seinen Arsch sieht. Ich weiß nicht warum. Ja doch, ich weiß warum. Weil ich schon super viele Clips von Tanzverbots Ass gesehen habe. Ich habe so oft schon dem seine Poritze, also in Streams so Ass-Crack gesehen. It's insane. In seinem Chat steht einfach nur, hier sind wir die Boss, rein da in die WG. Also die Frage, an was willst du denn gestorben sein? Ich habe mal jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Und an sich ist ja alles weg, weil wenn du stirbst, bist du ja tot. Danke, Mickey. Danke, Mickey, für diese Five-Head-Überlegung. Offiziell richtig. Nur ich würde sagen, nein. Die Beleuchtung wird blockiert von einem unfassbar großen Decken. Hohen Turm aus diesen Packungen. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 und die 25, die hier liegt. Nur ich würde sagen, nein. 200. Junge Trimax. Aber sagen wir es so, wie es ist, Chat. Real Talk. Das ganze Geld, was Trimax dafür ausgibt, ja? Das ganze Geld kriegt er so hart wieder rein. Das ist für ihn vermutlich aktuell so viel, wie es anhört, ist es für ihn ein insanes Investment. Er kann es wahrscheinlich noch von den Steuern, also was heißt wahrscheinlich, er kann es von den Steuern absetzen, bloß er macht damit, bricht damit Rekorde des Todes. Es ist super smart, wirklich super, super, super smart, was er macht. Sehr, 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 sehr klug. 370.000 Viewer, das ist ja ganz, ganz krank. 33.900, es ist wieder 5. 5 Subgifts, 5 Subgifts. Du hast deinen alten Rekord innerhalb von einer Stunde gemacht. Oh, 700 Subs noch, Jungs, das schaffen wir. Ich lese es in Lifetime vor. 5 Subgifts, 5, 5, 5, 5, 10, 5. Das ist so, wie es reinkommt. Die ganze Zeit, Caruso, seit 40 Minuten. Krass. 35.200. Wie viel brauchst du? Krank, das ist super krank, no dog. Wie war's, Alex? Ich hab ja schon mitbekommen, was bei Tremors abgeht. Wie war's nochmal? Also 35.233. Das Leipziger, Max! Leipziger, sag doch mal! 35.235 sind wir jetzt. Let's go! Damit war es ja Platz 1, 41k, damit ist er erst schon über 42. Damit ist er Platz 1 Deutschland. Und ich glaube sogar Platz 4 weltweit oder sogar Platz 3 weltweit. Der ganze Twitch-Streamer. Ja, so um den Dreh. Platz 4 weltweit? Ja, crazy. Ist es, oh mein Gott. Sei ihm gegönnt, ja, es ist generell insane, was die deutsche Twitch-Community auf die Beine stellt. Wer ist Platz 1? XQC ist Platz 1. Weltweit. Also war er auf jeden Fall gestern. Sollte er wahrscheinlich immer noch sein. Deutscher Rekord. Nein? Ist er nicht mehr? Nick Merckx, glaube ich. Den kenne ich gar nicht. Spark hatte 50k. Bro, 50k Subs? Kannst du mir nicht erzählen, dass Spark 50k Subs hatte? Hatte er wirklich mal? Okay, XQC ist gerade Platz 2. Travis ist Platz 4. Es ist jetzt nicht so abwegig, dass Spark mal so viele Subs hatte. Also ich will jetzt nicht komplett sagen, dass es unrealistisch ist, weil ja zum Beispiel Sintika, die Streamerin, hier Sintika hat auch 11k Subs. Die hatte auch mal 20k Subs. So, wo sind wir? Wir schaffen es auch noch, Chat. Wir sind bestimmt auch noch auf der Liste drauf, oder? Ninja 8k Subs. Pff. Ah, wir sind gleich da, Chat. Wir haben es gleich. Ich bin nicht auf der Liste. Ja, da ist euer Stream mal zu irrelevant mal wieder. Ich bin mal wieder nicht auf der Liste. Sehr nice. Das freut mich sehr. Das ist sehr cool. Nice. Das ist wild. Euer Streamer mal wieder irrelevant. Schade. Ja, aber Chat, sind wir mal ganz ehrlich, ist mir auch egal, muss ich da einloggen? Ja, ist mir auch egal, to be honest. Ist mir auch egal. Smile W, Omega Lula, I guess. Ist mir auch egal. Das stört mich gar nicht. Nein, Retalk, es ist mir actually nicht wichtig. Ist mir egal. Egal. Herzlichen Glückwunsch. Nein, Real Talk, Chat, sind wir mal ganz, 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 ganz realistisch. Ich bin auch noch nicht so lange auf Twitch. Wenn wir uns mal das ganze Game anschauen, ganz realistisch, trotz den aktuellen Viewerzahlen, wir sind schon noch ziemlich, ziemlich irrelevant. Also wenn man so vergleicht, wenn ich mal überlege, wie viel Content Creator es auf der Plattform gibt und wie viel Content Creator es auf Twitch Deutschland und YouTube Deutschland geht, wenn man das vergleicht, bin ich schon noch da. Also, auch so, wenn man so Insta-Follower oder Twitch-Follower anschaut. Aber sag es so, wie es ist, Chat, jedes Mal. Unter dem Radar zu bleiben, geht kaum besser. Sag ich so, wie es ist. Man macht Sachen falsch, es juckt niemanden.
Wieso? Wieso von drei? Allein Chat, dass Leute versucht haben. Mir ist es erst aufgefallen, durch die letzte Zeit, wo so ein paar mehr Zuschauer dazu kamen noch. Ich glaube, ich wurde dreimal versucht, auf Twitter zu canceln. Einmal wegen den kleinen Händen, weil ich die unter dem Pulli angezogen habe und wegen den kleinen Händen so Sachen gemacht habe. Dass jemand meinte, dass ich Behinderung verherrliche und mich über Behinderung lustig mache, was halt obviously nicht mal ansatzweise mein Gedanke dahinter war. Und das zweite Mal, weil ich im Stream gefragt habe, ob Schokoküsse das richtige Wort ist für Schokoküsse, weil ich auch einfach wirklich wissen wollte, ob Schokoküsse das richtige Wort ist für Schokoküsse oder ob man die Dickmanns oder so nennt. Ich weiß es nicht mehr, Schaumküsse, I don't know. Da hat auch jemand versucht, mich kurz zu canceln. Was war das dritte, was ich falsch gemacht habe? Das Autoding, ja, das mit dem Autoding. Ja, das war's. That's most it, glaube ich so. 13.000 completely deserved. So, nein. Von 13.000 Subs. Hör mir rum, Atra, nimm mir doch noch tiefer. Auf fast 36. Ja, wie warum? Du? Mach ich mal ein bisschen Wasser da rein. Ich hoffe nicht, dass der Dogi davon nicht kaputt. Oh. Jungs, ich glaube, das Wasser hat, glaube ich, oh, was ist das denn? So ein banger Track. Ich glaube, das Wasser war ein Fehler. Ich habe sie sogar abgesteckt. Hilfe! Und jetzt? Oh, Digga! Das ist so schlecht! Oh, Digga. Oh, das tut mir so leid, das Digga. Ist war mein Pack, oder? War das mein Pack? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Pack war oder nicht. Kann sein. Macht den Alltag. Ja, es war mein Pack. Es ist so schlecht. So hebeln. Mit dem autistischen Kind. Ja, einfach hebeln. Okay. Ich glaube, sowas kann ich auch gut. Imagine, ich habe das jetzt first try. Oh mein Gott, es hat schon gezischt, Chat. Es hat schon gezischt. Aua, das tut ja voll weh. Mit Schwung. Hätte er nicht direkt den Versuch reinkatten können, wo ich es direkt schaffe? Das wäre so viel cooler gewesen. Nee, ich glaube, mit Kraft. First try. Ich war so begeistert, Chat. Ich sag euch so, wie es ist. Ich glaube, es gibt auch wenig Menschen, die du schneller beeindruckt bekommst als mich. Ich war von mir selber so beeindruckt. Ich war wirklich die Definition von Pog oder von Poggers. Besser als Kevin! Chill in Kreuzberg, dein Scheiß zu hören fällt mir voll schwer. Ich bin gerade high und ich esse ein paar Goldbeeren. Yo, und meine Taschen sind voll schwer. Mache so viel Money, dicker Twitch-Account ist Goldbeeren. Sitzen im I8, machen Hotbox. Die Bild shake Nudes, dicker. Ist das Cottbus-Ding? Cottbus-Ding? War schon wieder drin, dicker Hotspot. Und Cottbus ist immer noch scheiße. Ich weiß nicht, wohin ich reise. Yeah. Ich esse meine eigene Scheiße. Der Track war so bis hier ernst, dann war Kevin so, okay, ist cringe, jetzt muss ich noch ein paar reinbringen, dass alle Leute im Chat Omega lullen und die Weird Champs draußen sind. Easy. Moin, ihr Lunken, ich hoffe, euch geht's gut. Aktuell wieder bei Ehrenbruder Level Up. Sind zwei neue Geschmäcker erschienen. Verspreche for the Wind, Schwanz im Mund. Auch die, ach, Digga, ich hab die doch gerade gezeigt. Mann, Digga, Chat, easy. Falls ihr noch was braucht, noch was euch gönnen wollt, ne, aktuell mit der Gutschein, ne, und falls mal die vier Dosen meine ich nicht. Digga, ich mach das heute nicht mehr. Ich überlege mir, on-stream die Haare schneiden zu lassen. Da ist die Frage von wen. Viele würden sagen, yo, mach's von deiner Freundin, aber also ich kann mir vorstellen, wirklich, dass sie, also ich kann mir das for real vorstellen, dass sie... Jungs wollen ihre Haare immer zu früh schneiden. Es sieht noch gut aus, oder es sieht endlich gut aus, und dann sind Jungs so, Haare schneiden, sieht endlich gut aus, die Frisur. Dann gehen sie zum Friseur, machen Seiten auf -3 cm, und man denkt sich so, schön. Und fragt dein Freundchen, wie sieht's aus? Und dann nach ein paar Wochen denkst du dir so, oh, sieht endlich wieder gut aus.
schöne Frisur, sieht gut aus. Und dann ist sein Freund so, ich muss mal wieder zum Friseur. Ich habe auch gesagt, ey, Chad, mein Ex-Freund, der hatte keinen Friseur. Ich habe immer, also er hatte einen Friseur, aber für, also eine Friseurin. Für mich war, in meinen Augen war das keine Friseurin, das war eine Gärtnerin. Die hat so schlecht geschnitten, wirklich. Die hat sonst nur alte Leute, die Frisur von alten Menschen geschnitten. Also immer so Omas und Opas hat die so ein bisschen die kürzer gemacht. Und halt mein Ex-Freund. Weil das war irgendwie so eine Freundin von der Mutter und da meinte er so, ja, das ist die Freundin von meiner Mutter, das ist chillig. Das ist chillig, die kommt immer zu uns nach Hause. Und immer, wenn er gesagt hat, ja, die Mutter, die kommt wieder, war ich immer so, ja, schön, schön. Und innerlich wusste ich schon so kurz. Übergang ist wieder so eine Treppe. Die macht es wieder kurz, die tut mit ihrer Gartenschere, tut die kurz reinschneiden. Sag mal. Also ich, vielleicht kann das auch, also dass sie das so heftig verkackt. Verstehst du, was ich meine? Ja, red weiter. Es kann wirklich sein, dass sie es... Ich sag so, wie es ist. Mein Problem war halt immer, dass meine Mutter auch Haare schneidet. Meine Mutter ist ja Friseurin. Das heißt, ich war mein Leben lang, letztes Jahr zum ersten Mal in meinem ganzen Leben beim Friseur, als ich jetzt auf Madeira war. Und wenn deine Mutter die Haare schneidet, kannst du halt auch schlecht immer sagen, nee, doch, kannst du sagen. Ich war, gefällt's dir? Vor allem, ich hab zu meiner Mutter immer gesagt, Mama, bitte so viel. Und meine Mutter hat immer so viel geschnitten. War so, ja, ist doch schön so. Dann habe ich mal gesagt, ja, haben wir Haare getönt, das war immer scheiße. Also nicht, weil meine Mutter es nicht kann, aber ich hatte dann da, also, naja, auf jeden Fall war ich letztes Jahr zum ersten Mal beim Friseur und es hat mir sehr gut gefallen. Dann hat mir direkt meine Mutter geschrieben, warum ich denn beim Friseur war. Wieso warst du denn beim Friseur? Was hast du machen lassen? Also, und wie war es? Habe ich gesagt, ja, war okay. Nein, meine Mutter kann ja Haare schneiden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Friseur happy ist, ist halt gefühlt gleich null. Also wir haben auch zusammen die Farbe rausgesucht dann. Und selbst wenn wir zusammen die Farbe rausgesucht haben, war ich nicht zufrieden mit der Farbe am Ende, jedes Mal. Ich muss mich immer erst an die Farbe gewöhnen. Ich bin auch aktuell am Überlegen, ob ich meine Haare wieder dunkler mache oder so. Mal gucken. Bei deiner Mama sparst du 100 Euro. Ich habe beim Friseur 20, bei der Friseurin 20 Euro geschnitten, halt, wo ich bei der jetzt war. Und es war richtig gut und die war richtig nett. Es war voll entspannt. Es kann wirklich sein, dass das so dermaßen... Das war voll das Erlebnis, dass ich halt mal... Ich habe meine Haare gewaschen bekommen, meine Haare geföhnt bekommen. Das war voll krass. Weil meine Mutter sieht immer so aus. Mama, was ist jetzt so heiß? Ah, jetzt ist es kalt. Ha! Die Farbe juckt, Mama, die Farbe juckt. Gib mir noch einen Stiel, die Farbe juckt. Kannst du selber waschen, das soll ich machen. Mach du. In die Hose geht. News Time. So, mein Mann, wir haben eine Break. Frankix ist jetzt Single. Der Insta-Clip ist mir immer so unangenehm. Ich lieb den Clip, Leute. Der ist mir immer so unangenehm zum Zuschauen. Perfekt, aus, oder? Das sieht sehr, sehr gut Karotten, aus. Karotten, ja. Danke auch für dich für die 3 Monate. Jetzt noch ein Tick auf die Karotten jetzt noch drauf. Ja, kannst du die Paprikas genau da schneiden? Ja, da ist es perfekt. Real Talk? Ich finde den Clip immer schon sehr grenzwürdig, muss ich sagen. No joke. Okay. Optimal. Schön, wenn so zwei Freunde kommen, oder? Ich weiß halt nicht, wie sehr das abgesprochen ist mit den Mädels. So. Und ich finde, es ist relativ ähnlich wie dieses InScope-Thema, wo InScope so war. Memo, guck mal. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich das Ähnliche. Monte mit dem Memo-Ding. Aber wenn es mit den Mädels komplett abgesprochen ist und so, dann ist ja alles cool. Muss ich niesen? Oh ja. Wenn er will, dass du verlierst. Ich hör jetzt einen ranzigen Fakt über mich, okay? Chips, Pringles. Ich zeig euch, wie ich sie esse, okay? Das ist ja meistens auf der einen Seite, das ist ja so ein bisschen das, sind die Gewürze. Auf der anderen Seite sind ja ein bisschen weniger Gewürze. Immer den Pringle einmal ablecken, damit du die ganzen Gewürze, dass du so eine Geschmacksexplosion hast. Und dann den restlichen essen. Jedes Mal, wenn ich das Chris sage, der bringt mich fast, jedes Mal, wenn er das sieht, bringt er mich fast um, weil er das so ranzig findet. Wer macht das nicht so? Machen das viele so? Same. Der Chat ist so gespalten. Der Chat ist richtig gespalten zwischen geil, wer macht das nicht so, und weird champ. Oh, Pain, wenn es dann bricht. Dann verlierst du auch. Ja, okay. Aber auf der anderen Seite, Dicker, wenn du halt, sagen wir mal, jedes Mal eine 70% Chance hast, dass der Schuss reingeht. Den Clip habe ich schon das letzte Mal nicht verstanden. Und das ist mir zu viel Nachdenken. Du hast dann 10-mal die Chance, dass es reingeht, wirst du öfter gewinnen als jemand, der es... Also, weißt du, was ich meine? Hä? Alter, ich wurde zum allerersten Mal Musik gehört. Das ist voll euer Ding. Und ich muss sagen, irgendwie mag ich das auch, jemandem Pleasure zu geben. Also, wenn man merkt, dass... Pleasure. ...beide mehr Lust bekommen und dann... Geht ihr mal kurz down und dann geht die andere Person kurz down oder ihr macht es gleichzeitig, was auch immer. Alter, wenn beide down gehen und keiner Self-Rest hat, wird es Stier. Sorry. Kein Wort verstanden. Ach so, er redet über Warzone. Self-Rest, oh mein Gott. Sorry, der musste sein. Als ich so 10 oder 11 war, habe ich... Dann kann ich aufhören, Chips zu essen. Das ist der letzte Chat. Ich habe die Dose schon dreimal zugemacht und weggestellt, so im Sinne von, du isst jetzt nicht weiter. Dann habe ich sie immer wieder aufgemacht und wieder hergeholt. Tust du jetzt an so eine Stelle,
hier, wo ich mich so richtig awkward an die Kamera lehnen müsste, um sie wieder zu holen. Das heißt, ihr wisst, wenn ich da hingreife, wisst ihr, scheiße, Antonia, ich hatte schon wieder die Chips geholt. Dann schreibt ihr im Chat, hör auf, okay? Welche Sorte? Sour Cream and Onion. Wie lange brauchst du eigentlich, so ungefähr dich fertig zu machen? Hier länger als... Das Ding ist, Chat, wenn ich 15 Minuten Zeit habe, um mich fertig zu machen, dann schaff ich's, mich in 15 Minuten fertig zu machen. Aber wenn ich 2 Stunden habe, um mich fertig zu machen, dann brauche ich 2 Stunden, um mich fertig zu machen. 60.000 Packs noch verbleibend. Geld schmilzt. Muss ich Hände waschen. Schmilzt. Kein Walkout. George habe ich bekommen. 76er. 62.000 Packs. Das sind jedes Mal 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro. Und jedes Mal nichts bekommen, nichts bekommen, nichts bekommen. Kein Walkout. Kein Walkout, kein Walkout. 10 Euro, 10 Euro, kein Walkout. Chillig. Ich glaube, nach 10 Jahren kann man sich doch mal dann bei anderen Frauen umgucken. 10 Jahren. Oh nein. So. Wieso ist mein Chat in dem Moment so seltsam gewesen? Wann war das? Spielt mal Rust. Gibt's Nude? Du schaust so geil aus. Nur Kuma im Chat gehabt in dem Moment. What the fuck? Ich glaube, ich bin drin. Das ist Italien. Irland. Ha! You Streamer Schlau Chat. Ach du Scheiße. Ja, wenn jetzt die Kiste nicht kommt, schulde ich dir einen Fuffi. Wenn kommt, schuldest du mir einen Fuffi. Okay. Den Fuffi bekommst du niemals, Digga. Nein, Axel ist so süchtig. Niemals. Mir fehlen locker schon 100 Subs. Da kommt niemals. Da kommt niemals ein Teleport raus. Du wurdest komplett abgescampt, Digga. Alter! Alter! Was Max, ist das Fuffi, denn? Jede Wette verliere ich gegen Monte. Wie unlogisch. Zweimal hintereinander. Trimax ist so rot. Beste Leben, Bruder. Da hau ich erstmal einen Moonwalk rein. So. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch. Nice. Das war ein gutes Video.